Hallo Tischtennisfreunde, heute sind wir wieder in der Tischtennishalle hier, da ich später noch Training habe. Erstmal beschäftigen wir uns aber mit einem wichtigen Thema. Jeder kennt die Situation, wenn es 9-9 im fünften Satz steht. Viele haben bestimmt auch solche Situationen schon erlebt. Wir haben dann zum Beispiel in den letzten 4-5 Monaten Spiele gespielt im fünften Satz und davon haben wir einige verloren. Die Frage ist dann immer, wie geht man mit so einer Situation richtig um? Wenn wir jetzt genau in diesem Moment bei 9-9 im fünften Satz stehen, dann kommt wieder die Frage hoch, oh, kann ich wirklich dieses Spiel gewinnen? Ich habe ja in den letzten Wochen so oft verloren. Wichtig ist es dann, zu analysieren, woran hat es gescheitert bei den Niederlagen, die wir damals erlebt haben. Wenn wir dann 9-9 im fünften Satz zum Beispiel einen eigenen Aufschlag haben und wir haben zu 50% dann einen eigenen Aufschlag, dann können wir eigentlich ganz genau vorgehen und nach unserem Spielsystem den Punkt zu Ende spielen. Wenn wir dann einen kurzen Aufschlag zum Beispiel in die Vorhand machen, dann wissen wir oft im Laufe des Spiels, okay, was macht der Gegner danach zurück. Klar, bei 9 und 5. Satz versuchen dann auch viele Spieler etwas herumzuprobieren, aber im Endeffekt, wenn wir das Spiel im Spiel direkt ein bisschen reflektieren, dann können wir eben auch das Spiel erfolgreich zu Ende bringen. Vor ein paar Tagen habe ich ein Interview mit dem Nationalspieler Kieran Ott geführt, der ist ja einer der größten Nachwuchstalente im deutschen Tischtennis. Und mit ihm habe ich auch über das Thema enge Spiele geredet. Also wie geht man da vor, wenn man eben viele Spiele in letzter Zeit verloren hat? Sein Tipp dazu war auch, dass man eben, wenn man in dieser Zeit oder in dieser Phase viele Spiele verliert, dann liegt das nicht an 10 verschiedenen Gründen. Also wenn man zum Beispiel 10 Spiele hat und davon 10 Spiele im fünften Satz verliert, dann war das nicht immer, okay, jetzt habe ich zu aggressiv gespielt, jetzt habe ich zu passiv gespielt, jetzt habe ich den falschen Ausschlag gemacht, sondern oft ist immer der gleiche Nenner dabei. Also oft ist die Ursache die gleiche. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zum Beispiel nach dem Spiel aufschreiben, an was es gelegen hat. Also wieso haben wir das Spiel verloren, was waren die Stärken vom Gegner, was waren die Schwächen von uns und wieso habe ich das Spiel am Ende nicht gewonnen. Im Optimalfall natürlich nehmen wir das ganze Spiel per Video auf. Das heißt, wir nehmen das Spiel per Video auf, können sowieso vom ganzen Spiel analysieren, was ist schiefgelaufen, aber gerade die letzten Punkte. Wenn wir uns dann ganz genau diese Entscheidungssätze anschauen, dann sehen wir immer die gleiche Ursache. Also zum Beispiel bei 10 Fällen haben wir zum Beispiel 7-mal zu offensiv gespielt und 3-mal zu passiv. Also das ist dann, zum Beispiel haben wir die ersten 3 Male zu passiv gespielt und ab dem 4. Mal haben wir dann bereits im Kopf gehabt, okay, wir verlieren zu viele 5-Satz-Matches. Und dann stellen wir unser Spiel um und denken, wir müssen zu viel riskieren. Wichtig ist da, dass wir uns nicht verrückt machen und uns von den Problemen verunsichern lassen, sondern dass wir eben diese Energie oder diese Rückschläge sehen, anerkennen, akzeptieren und dann eben daraus lernen und eben uns verbessern dadurch. Denn Probleme sind nicht dafür da, damit wir heruntergezogen werden oder schlechter werden, sondern im Endeffekt sind diese Probleme Herausforderungen, bei denen wir wachsen können. Deswegen meine Bitte an euch, schaut euch genau an, was ihr bei den Niederlagen erlebt habt oder auch bei den Siegen. Also wenn ihr irgendwelche knappen 5-Satz-Matches gewinnt, egal ob ihr jetzt Favorit wart oder nicht, dann schaut euch danach mal an oder schreibt euch am besten auf, okay, was ist schief gelaufen oder was ist richtig gelaufen. Und dann könnt ihr auch daraus lernen und bei den nächsten Spielen noch erfolgreicher werden. Wir können uns nämlich einen entscheidenden Vorteil gegenüber allen anderen Tischtennisspielern verschaffen, wenn wir da mal analytisch rangehen würden. Wenn wir ganz genau verstehen, wieso wir nicht gewonnen haben und wieso das Spiel eben an den Gegner gegangen ist, dann können wir auch wirklich daraus was mitnehmen und unsere TTR-Punkte im Laufe der Zeit steigern. Gerade in der Saisonvorbereitung müssen wir an solchen Dingen arbeiten, weil während der Ligasaison haben wir keine Zeit dafür. Da kommt dann wieder die Schule, die Arbeit und allgemein der Alltagsstress. In der Saisonvorbereitung haben wir wirklich Zeit, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen. Deswegen versuche dann zu arbeiten, versuche zum Beispiel auch Vorbereitungsturnier zu spielen, Vorbereitungsmatches, vielleicht auch Trainingsmatches und versuche da mit einer gewissen Anspannung ins Spiel reinzugehen, um dann wirklich am Ende sehen zu können, okay, das war jetzt nicht nur ein normales Trainingsspiel, sondern wie eine Wettkampfsituation und habe ich das Spiel am Ende gewonnen oder verloren? Vielleicht am besten sogar ein Spieler, der auf einem ähnlichen Niveau ist wie du, wo es dann oft in ein enges Spiel kommt, also enge Spielsituation entsteht und dann am Ende kannst du schauen, okay, hast du cleverer gespielt als der Gegner? Hast du vielleicht den besser angeschopft, in die Mitte vielleicht, auf den Körper? Hast du ihn nach außen in die Vorhand gespielt und wusstest ganz genau, okay, jetzt zieht er den nächsten Ball in deine Vorhand, du kannst den Block reinspielen. Versuche ein bisschen systematisch vorzugehen
Und genau das bringt dich nämlich weiter, weil dann kannst du in diesen engen Spielsituationen im Wettkampf dann direkt deine Spiele gewinnen. Und wir alle kennen das, wir gelangen im Laufe einer Saison mehrmals in so eine Spielsituation. Und wie cool wäre es, wenn wir solche Spielsituationen dann für uns entscheiden. Cool, dass du auch dieses Video angeschaltet hast. Ich würde mich freuen, wenn du dem einen oder anderen Tischtennisspieler davon erzählst, denn jeder Tischtennisspieler will ja eigentlich besser werden. Und ich möchte als dein Tischtennis-Online-Coach so vielen Tischtennisspielern wie möglich weiterhelfen. Wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder. Ich freue mich. Bis dann.